Bevor wir Gottes Wort hören, erheben wir uns noch einmal kurz zum Gebet. Herr Jesus, in diesen Lobliedern, im Gebet, mit unserer ganzen Seele erheben wir uns zu dir, nachdem du dich so tief zu uns herabgebeugt hast. Du hast uns gesehen in unserer Verlorenheit und du hast bewusst diesen Weg gewählt, der Erniedrigung, ein Weg der Erniedrigung, der dich bis ans Kreuz gebracht hat, um zu sterben für unsere Sünden. Aber der Vater war so zufrieden mit diesem Opfer, ein duftender Wohlgeruch, dass er dich ins Leben zurückgeholt hat und du dein ewiges, dein Auferstehungsleben mit uns geteilt hast. Verdient haben wir es nicht. Es ist deine Gnade, die uns gesucht und gefunden hat, deine Liebe, die uns gerettet hat, dein Blut, das uns gereinigt hat, das uns zu einem Teil deiner Familie hier auf der Erde gemacht hat. Wir hören von den Geschwistern in großer Bedrängnis. Wir sind von Deutschland aus befähigt, sie zu unterstützen, ihnen zu dienen. Dafür danken wir dir für dieses Vorrecht und dass du uns auch weiterhin gebrauchen willst. Wir brauchen auch Ermutigung und Stärkung aus deinem Wort. Wir wollen hören, was du uns heute zu sagen hast. Wirke durch den Heiligen Geist im Hören auf dieses Wort. Ja, sei du der Redende, Herr Jesus, und bereite uns das Herz vor für die Botschaft. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Vor ungefähr 4 Wochen, etwa zur Weihnachtszeit, ging eine Meldung durch die Presse. Einziges Wolfsrudel in Baden-Württemberg, leider schon wieder Geschichte. Der Wolf ist ja geschützt in Deutschland und dann hatte ein Rudel im Süddeutschen irgendwo in einem der schwarzen Wälder des Schwarzwaldes tatsächlich Nachwuchs bekommen. Und dann, damit entsteht ja dann erst ein Rudel, wenn auch Nachwuchs da ist. Und jetzt wurde leider das Jungtier von einem der vielen Fahrzeuge, die wir alle so lieben, überfahren und getötet. Und dann war das also zum Bedauern der Tierschützer erstes und einziges Wolfsrudel in Baden-Württemberg, schon wieder Geschichte, der Wolf ist tot, dieser Jungwolf. Kann man bedauern, kann man auch sagen, ja, Wölfe richten auch große Schäden an, das ist ein Raubtier, das hat mit Deutschland und Weideviehhaltung und so weiter, hier gehört der Wolf eigentlich nicht so richtig hin. Wölfe sind mordsgefährlich, wenn sie mal in einer Schafweide, in einer Koppel drin sind, dann gibt es Tote. Das ist schwer zu vermeiden, die beschränken sich nicht auf ihr Frühstück oder ihr Mittagessen, sondern dann ist gleich mal Mord und Blutvergießen, weil die einfach nicht aufhören. Jetzt hat der Hirte von diesen Schafen, nachdem er das erlebt hat, eine super Idee. Der geht zu seinen Schafen rüber und sagt, hört mal zu, ich habe eine fantastische Idee, wie wir diesen Wölfen begegnen. Ihr seid 70, ich teile euch ein, immer 2 und 2. Und die 2, die gehen dann zu dem Wolfsrudel hin und gucken, ob da nicht eine Veränderung möglich wäre bei den Wölfen. Ich sende euch als Schafe unter die Wölfe. Was haltet ihr davon? Jetzt kann man sich das mal kurz bildlich durch den Kopf gehen lassen. Und man würde sagen, Hirte, das ist totale Verschwendung von Ressourcen, deine armen Schafe. Ein Wolf genügt, um eine Herde zu meucheln und du schickst die Schafe zu den Wölfen? Keine gute Idee. Wir lesen mal Lukas 10, die ersten Verse. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je 2 vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes.
Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und ergänzend möchte ich noch den Vers 16 dazu lesen. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Das Wort Gottes, der Hirte, der seine Schafe sendet, in eine Situation, wie ich sie eben beschrieben habe, die Schafe haben keine Chance. Und der Hirte entscheidet sich doch bewusst dafür, Jesus gebraucht dieses Bild, um zu zeigen, es wird nicht leicht. Ich möchte auch nicht behaupten, dass der Text, den wir heute gelesen haben, die Blaupause ist, wie Mission im 21. Jahrhundert aussehen soll. Das ist eine ganz spezifische Situation. Man muss sich auch bewusst machen, das ist bevor Jesus auf dem Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Das heißt, die Jünger, die er hier aussendet, die konnten noch nicht den Kreuzestod des Herrn verkünden, noch nicht den Auferstandenen verkünden, noch nicht die Liebe Gottes verkünden. Das eine, was sie den Menschen mitteilen konnten, war, das Reich Gottes ist nahegekommen. In der Person von Jesus Christus ist Gott, ist das Reich Gottes uns nahegekommen. Das war die eine Botschaft, die sie verkünden konnten. Weder die Vergebung der Sünden, noch das Kreuz, noch das Grab, noch die Auferstehung. Es war eine ganz spezifische Botschaft zu einer ganz bestimmten Zeit, mit einer bestimmten Aufgabe. Trotzdem glaube ich, dass dieser Text uns helfen kann, bestimmte Prinzipien zu verstehen, mit denen wir auch heute noch in der Mission gut unterwegs sind. Die uns helfen, das Herz Jesu zu verstehen, wie er auch Berufe gebraucht, und das flechten wir hier mit ein, und was die Wirkung sein kann von dem, was Jesus erreicht, wenn er seine Jünger sendet. Und das Erste, was wir hier mitbekommen, ist, dass er eben keine Einzelgänger möchte. Wir haben von Partnerschaft gehört. Wir haben davon gehört, dass die DMG nicht selber Projekte initiiert. Man geht in ein Land rein wie so eine Taskforce, die mit dem Hubschrauber reinfliegt, am besten bei Nacht in Tarnanzügen und dann so ein kleines Camp aufsetzt und dann sagt, so, jetzt sind wir da und jetzt legen wir los. Wir haben das hier im Griff, wir haben Erfahrung und wir bringen das voran. Sondern es ist auf Partnerschaft angelegt. Und Jesus sendet seine Jünger auch nicht im Alleingang, sondern sagt, es ist schon mal gut, zwei oder drei. Und wir wissen natürlich aus dem Alten Testament, aus zweier oder dreier Zeugenmund soll jede Sache bestätigt werden. Es ist gut, wenn Christen zusammen unterwegs sind. Christen sind keine Einzelkämpfer. Das ist der erste Gedanke und wir werden noch mehrere solcher Gedanken und Prinzipien hier entdecken. Dass es Jesus daran liegt, dass er zwei jeweils als Team zusammen losschickt. Es gibt auch einsame Posten. Ich weiß nicht, ob der Hans, wie heißt Christen? Klaus-Dieter, Entschuldigung, den Namen habe ich mir nicht gut merken können. Klaus-Dieter, ist euch eigentlich bewusst, dass unser Sohn wegen dem Klaus-Dieter fast sein Studium abgebrochen hätte? Der hat in Heidelberg, der Klaus-Dieter, Vorträge gehalten in der Brüdergemeinde. Und mein Sohn, der studiert auf Lehramt, er ist auch Lehrer mittlerweile, aber nach dem Vortrag hat er gesagt, ich breche sofort ab, ich werde Arzt. Alles gefährlich, also so einem Mann zuzuhören, meine Güte, da kann ja sonst was passieren. Und das sind vielleicht auch ganz einsame Posten, aber trotzdem, Christen sind auf Gemeinschaft angelegt, damit das Zeugnis, das wir abgeben vor der Welt, auch tatsächlich ein einheitliches, ein gemeinschaftliches Zeugnis ist, das Leute gerne annehmen. Und er schickt sie, wie wir es hier lesen, vor seinem Angesicht her, und zwar in jede Stadt, wohin er selbst kommen wollte. Und das finde ich jetzt faszinierend. Das ist die Geste eines Königs, der eine Gesandtschaft vor sich herschickt und sozusagen den Boden bereiten lässt. Er selbst will ja noch kommen. Er schickt seine Jünger, er schickt seine Nachfolger dahin, wohin er selbst kommen wollte. Jesus ist noch nicht da und wir haben gehört von den verschlossenen Ländern, wo auf 1000 vielleicht ein Gläubiger kommt. Und es gibt Länder, wir haben heute Morgen noch im Auto gelesen von Mauretanien, es gibt Länder, wo man nicht mal weiß, ob es überhaupt Christen gibt und noch viele entlegene und wo Jesus selber hinkommen möchte. Es geht ja nicht darum, dass wir Länder
erobern oder dass wir da endlich auch eine Dependance haben oder dass die in unserem Missionsblatt dann in der Liste der Einsatzländer erscheinen. Jesus hat den Wunsch, an diese Orte zu kommen und sendet seine Boten vor sich her als Wegbereiter, damit er selbst dort hinkommen kann. Und das, finde ich, ist etwas, was wir uns mitnehmen können heute Morgen und was wir auch mitnehmen können, weil nicht jeder dazu berufen ist, ins Ausland zu gehen. Jesus, auch hier, die Leute, die diesen Auftrag erfüllt haben, die kommen ja im weiteren Verlauf von Kapitel 10, kommen die zurück und sagen, Jesus, Jesus, hör dir an, was wir alles erlebt haben. Wir haben Kranke geheilt, wir haben Dämonen ausgetrieben, die waren uns untertan, sie waren ganz begeistert, aber es war ein zeitlich begrenzter Auftrag und nur innerhalb des Volkes Israel. Die sind nicht nach Germanien gezogen, die sind nicht nach Indonesien gezogen, die sind nicht nach Südafrika gezogen, die sind bei ihrem Volk geblieben und haben dort den Weg für Jesus vorbereitet und haben die Menschen darauf hingewiesen, dass das Reich Gottes nahegekommen ist. Nicht für jeden ist der Weg in die Mission, aber Gott möchte uns als seine Boten gebrauchen, da wo wir uns hingestellt hat. Wir haben es heute Morgen schon angedeutet, mehrfach. Das kann hier in Deutschland sein, in der Nachbarschaft, in der Schule, im Ausbildungsbetrieb, an der Universität, im Kindergarten, wenn wir mit anderen Eltern ins Gespräch kommen. Das kann am Arbeitsplatz sein. So viele Gelegenheiten, Bote Jesu zu sein, mit unserem Beruf, mit unserem Wesen, mit unserer Art zu leben, dass wir sagen, ich möchte mich verstehen als ein Bote, den Jesus gebraucht, damit er selbst zu den Menschen kommen kann. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Das ist ein altes Problem, hat sich seit der Zeit von Jesus nicht verändert. Und der entscheidende Faktor an dieser Stelle ist Gebet. Wir leiden, glaube ich, ich weiß nicht, wie es bei der DMG ist, ob ihr sagt, Gerald, wir wissen gar nicht, wovon du sprichst, wir haben die Bewerbungs-, die Eingangspost, unser Postfach explodiert, Monika, bestätige mich. Vielleicht bei euch ein schönes Problem, in dem man gar nicht mehr weiß, wohin mit den vielen Bewerbungen. Es könnte mehr sein. Wir haben gemeinsam die Jumiko gestaltet, wir haben die Vorträge, wir haben die Gespräche an den Ständen. Man betet, es könnte mehr sein. Man würde sich wünschen, dass es mehr ist, aber dieses Problem ist 2000 Jahre alt und es bleibt dabei, Gebet ist der Schlüsselfaktor, dass Menschen sozusagen durch den Geist angerührt werden und sich bewusst machen, vielleicht ist mein Weg Richtung Afghanistan, Pakistan, Wege, die ich mir selber nie ausgesucht hätte. Meine Frau hat oft gebeten und gesagt, Herr Jesus, schick mich überall hin, nur nicht in ein kommunistisches Land. 10 Jahre China haben wir bekommen für dieses Gebet. Und es war gut, die Platzanweisung Gottes, die Wegweisungen Gottes, die Berufungen Gottes sind unbereubar. Es waren die besten Jahre unseres Lebens, so sehr ich meine Arbeit bei Coworkers schätze, vom Herrn an Orte geführt zu werden und zu Menschen geführt zu werden, weil andere gebetet haben und gesagt haben, Herr Jesus, sende Arbeiter aus in deine Ernte. Und so haben wir ja auch gebetet, bevor wir gegangen sind. Und jetzt wird es spannend, denn manchmal möchte Gott, dass wir die Erfüllung und die Erhörung unserer eigenen Gebete sind. Wie geht der Satz weiter? Wenn er überhaupt weitergeht? Ja, genau. Danke, Monika. Okay, ich probiere es nochmal. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Geht hin. Ja? Also das Gebet ist das eine, was Jesus sich von uns wünscht. Dass wir beten, dass Menschen sich rufen und einsetzen lassen und gleichzeitig die Aufforderung, geht hin. Und das erfordert Abhängigkeit vom Herrn und eine Prüfung dessen, ob es für mich persönlich dran ist, tatsächlich loszugehen, wie wir es eben gehört haben von diesem Missionsarzt, der aus einer Betroffenheit heraus gespürt hat, doch es ist Gott selbst, der mich ruft und der mich an diesen besonderen Ort führen möchte, um mich dort zu gebrauchen. Die nächsten Sätze, die Jesus hier sagt, deuten an, was die Herausforderungen auf dem Missionsfeld sein können und auch, worauf wir uns einstellen müssen in Bezug auf unsere persönliche Lebensführung.
Dass Widerstand da ist, haben wir auch gehört aus dem Beispiel, wo in muslimischen Ländern eben gerade die Geschwister oder die Menschen, die sich für den Glauben entscheiden, einen viel höheren Preis bezahlen als wir, in Deutschland sowieso, aber wenn wir als Christen dorthin gehen, natürlich können wir angeklagt und des Landes verwiesen werden, aber in der Regel haben wir doch eine gewisse Immunität, wir haben einen deutschen Pass, man würde uns vielleicht ausweisen und gut ist. Aber die Christen in diesen Ländern, die sich bewusst für Jesus entschieden haben, die zahlen den Preis dafür und dann fühlt es sich tatsächlich an, als ob man ist wie Lämmer unter Wölfen. Widerstand ist ganz klar zu erwarten in den Ländern des Islam, im Kommunismus, in den Ländern des Animismus, Widerstand an jeder Front, wenn das Evangelium deutlich verkündigt wird. Wir haben es zu tun mit Börse und Tasche, Sandalen, das spricht von Versorgung, das spricht von vielleicht von ein zweites Paar Sandalen, dass man sich abends so die Wohlfühl-Wellness-Sandalen anzieht, von Bequemlichkeit und grüßt niemand auf dem Weg. Das sind einfach nur ein paar Grundgedanken, dass man den Eindruck hat, er bereitet sie vor auf Widerstand, er bereitet sie darauf vor, es ist erforderlich Verzicht. Und das eine, was wir hier auch sehen, es ist dringlich. Dieses grüßt niemand auf dem Weg, wer mal im Orient gewesen ist, da kann eine Begrüßung, ja, ach, schön dich wiederzusehen, ja, so eine Karawane, ja, schön dich wiederzusehen, Mensch, wie geht's denn deinem Vater, ja, gut, und dem Großvater und der Tante, und dann ist schnell eine Stunde weg oder zwei Stunden, nur um sich zu begrüßen. Und Jesus sagt, die Botschaft, die ihr bringt, die ist so dringend, lasst euch nicht aufhalten. Verliert euch nicht in irgendwelchem Geschwätz, sondern geht voran. Ihr habt einen klaren Auftrag, ihr sollt dahin gehen, wo ich hinkommen möchte. Lasst euch nicht von Nebensächlichkeiten auffallen. Die Sache ist dringlich. Es ist die wichtigste Botschaft der Welt, Jesus Christus den Weg zu bereiten zu allen Völkern. Das nur als eine der wenigen Gedanken und Prinzipien, die ich für mich persönlich aus diesem Abschnitt entnehme. Das nächste ist, und das kann sehr herausfordernd sein, da wo ihr hinkommt, geht zu den Menschen. Ja? Also macht es nicht online, ist auch eine Möglichkeit, auch im Internet. Ihr habt ja einen Mitarbeiter, der erreicht über TikTok Tausende. Wenn ich predige, ich sehe hier keine 4000 Leute. Man kann auf TikTok predigen und Tausende von Zuhörern haben. Ich habe nichts dagegen, aber hier geht es doch darum, wo ihr hinkommt, das heißt bei den Menschen zu sein und dann zu essen, was sie euch vorsetzen. Jetzt wird es interessant, es fordert Jesus mich hier auf, den Teller geröstete Maden zu essen, die da jetzt vor mir stehen. Haben wir in Thailand gemacht. Haben wir erst hinterher gemerkt, weil es war ein bisschen dunkel im Garten, geknabbert. Wir dachten, es wären Chips, hinterher haben wir gesehen, es waren geröstete Maden. Möchte Jesus, dass ich die Seidenraupen esse? Das ist eine Delikatesse. Hier in China ist ja alles, was vier Beine hat und kein Tisch ist, wird gegessen. Und alles, was Flügel hat und kein Flugzeug ist, wird gegessen. Also hast du einen Teller Frösche hier und einen Teller mit Hühnerembryonen, noch nicht mal geschlüpft, hier, paniert. Ja, man merkt es ja gar nicht, ist knusprig. Dann wird dir ein Teller Hund angeboten. Will Jesus das sagen, ja, esst, was man euch vorsetzt, als Zeichen von Wertschätzung und Gemeinschaft muss man manchmal Sachen essen, die man normalerweise nicht essen würde. Aber Jesus sagt einfach, seid genügsam. Guckt euch das nicht an und sagt, ach, irgendwo gibt es, hier am Ort gibt es irgendwo ein schöneres Haus, ich suche mir so das Beste, weil ich habe es verdient, ich suche mir noch ein besseres Essen. Seid einfach zufrieden mit dem, womit Gott euch versorgt, während ihr euren Auftrag erfüllt. Und das Entscheidende, und jetzt kommen wir eben zu dem Gedanken, der heute Morgen ja zentral in diesem Gottesdienst, auch nachher in den Gebetsgemeinschaften ist und in allem, was uns heute bewegt. Ich entdecke hier einen Schlüssel, um die Herzen der Menschen mit der Botschaft zu erreichen. Wir haben es gehört von dem Beispiel, wie wir uns im geschäftlichen Umfeld als Christen beweisen. Wir haben es gehört aus dem Buch. Ich hatte nicht gedacht und staune, wie der Heilige Geist führt,
dass wir eben so ein Beispiel heute Morgen haben, wie das Heilen von Krankheiten den Weg bereitet für die Botschaft, die wir bringen. Natürlich geht es Jesus zunächst mal darum, die Autorität seiner Boten zu unterstützen. Ja, dass diese Kraft, Dämonen auszutreiben und zu heilen, ist zunächst mal, sie kommen wirklich im Auftrag Gottes. Das sind keine Scharlatane, die einfach irgendeine neue Ideologie sich ausgedacht haben, die sie jetzt unter die Leute bringen zum eigenen Vorteil, sondern dieses Heilen von Kranken unterstreicht, ich habe wirklich einen Auftrag von Gott selbst. Aber gleichzeitig, sagt er, heilt ihre Kranken und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Ich bin überzeugt, dass durch die Heilung, die stattfindet, ob es eine wunderbare Heilung ist, wie wir gehört haben von dieser Schulter, von dem Geschäftspartner, die durch ein Wunder geheilt und wiederhergestellt worden ist, ein Wunder der Heilung, das die Herzen vorbereitet für die Botschaft vom Kreuz, oder auch durch ärztliche Heilkunst. Es bereitet die Herzen der Menschen vor, wenn wir ihnen dienen, mit dem, was wir beruflich mitbringen. Das betrifft vielleicht eine Hebamme, die unterstützen kann, die ausbilden kann. Das betrifft den Geschäftsmann, der einfach zuverlässig, ehrlich, treu ist im Umgang mit Geld, im Verhalten seinen Kunden gegenüber. Das betrifft jemanden, der mit seinem Beruf draußen ist und Menschen dient, sodass sie spüren, der kommt nicht im eigenen Interesse, der kommt mit etwas, was ich noch nicht kenne, der hat etwas, was ich haben möchte. Und zwar nicht im eigenen, in seinem eigenen Interesse, sondern das, was er von Gott bekommen hat, gibt er an die Menschen weiter. Und das kann auch im Bildungsbereich sein. Wie viele Chancen haben wir, und davon sehen wir nachher noch ein Beispiel, wie viele Chancen haben wir, in verschlossene Länder zu kommen, durch Berufe, die wir einsetzen können, um Menschen zu dienen und in diesem Dienen eine Gelegenheit zu schaffen, das Reich Gottes ist in Jesus Christus nahegekommen und in diesem gekreuzigten, auferstandenen Herrn ist Hoffnung, ist Leben, die jedem Menschen gilt, der das im Glauben erfassen kann. Da geht vielleicht ein Agrarwissenschaftler und vermittelt bessere Anbaumethoden. Da geht eine Ernährungsberaterin und zeigt den Frauen, wie sie ihre Säuglinge und jungen Kinder vor dem durch Schäden, durch Mangelernährung oder vor dem Hungertod bewahren können. Da geht jemand als Sozialarbeiter und geht in die Slums von Managua oder von Manila und hilft Frauen, aus der Prostitution herauszukommen. Es gibt so viele Chancen, den Menschen zu zeigen, in Jesus Christus ist Hoffnung. Ich kann beruflich mich einsetzen, das öffnet Türen für die Botschaft, aber im Kern geht es immer darum, in Jesus Christus mit dem lebendigen Gott in eine Verbindung zu treten. Und dieser Text bewegt mich schon lange, er bewegt mich stark. Wie gesagt, es ist eine spezifische Situation. Ich glaube, dass wir allgemeine Regeln auch daraus ableiten können, die uns helfen, das Herz Gottes, die Liebe Gottes zu den Menschen zu entdecken und auch zu sehen, mit dem Beruf in die Mission kann man erleben, Türen öffnen sich für die Botschaft, die wir dadurch öffnen können, indem wir einen Schlüssel mitbringen, die berufliche Qualifikation. Gott selber kommt aus der Herrlichkeit auf die Erde, kann sich für alles entscheiden, was er möchte. Er ist Gott. Wird er ein König? Wird er ein Feldherr? Wird er ein Popstar? Jesus wird Bauhandwerker. Gott liebt Handwerker und wird selber einer. Zimmermann, Bauhandwerker, Jesus Christus. Und so ist es, dass wir halt eben auch nicht sagen können, ja, das Akademische, so der Lehrer, der Arzt, der Agrarwissenschaftler, das sind so die Leute, sondern von der Krankenschwester, Handwerker, es gibt unendlich viele Bereiche und Gott war sich selber nicht zu schade, Handwerker zu werden, um dann mit der besten aller Botschaften zu den Menschen zu gehen. Und diesen Gedanken möchte ich euch mitgeben als Ermutigung aus Gottes Wort. Ich danke Gott, dass er uns selber diesen Weg gewiesen hat mit dem Beruf in die Mission. Ich danke Gott für die Gemeinschaft, die wir haben im weltweiten Dienst und wünsche auch euch und uns gemeinsam, dass wir noch viele Wunder Gottes erleben dürfen, wenn wir uns für ihn und sein Reich einsetzen und von ihm gebrauchen lassen. Amen.